Wo war der denn nochmal? Ich hab keine Ahnung mehr. Ach, da oben, da oben. War das hier? Nicht? Wer ist er denn da? Ab die Rack. Alter, wer ist er? Weiß ich nicht. Sieht aber komisch aus. Ach, bisschen. Greetings, child. I've met few. Papi, bist du's? Are you also here to assist with the prisoner? I was invited to teach them some of my techniques. I live for pain and its intricacies, you see. But alas, these goblins seem to thrive on the crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? No. Was, warum schlagt ihr euch? Ja, verstehe ich auch nicht. Exactly. Pain is an intimate thing. It should be delivered with a loving and measured hand. But trying to discuss such subtleties with these creatures is simply... Forgive me, but that look in your eyes... Something terrible has happened to you. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Also bin ich eigentlich so blutverschmiert? Durch die Kämpfe. As the maiden of pain, the goddess Loviatar teaches us through penance administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience, it will be worth it. I promise. I must see this. Don't you dare say no. Ja, du kannst Astarion das nicht verwehren. Speicher mal bitte. Das sind alle einverstanden. Exquisite in mind. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. Gut. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall and we can begin. Er schlägt mich einfach. Aha. Das ist eigentlich so, das wäre deins. Laut und dramatisch schreien. Oder du forderst den FR raus, komm schon. Ach, das war ein Bonus. Jo. Das war verkackt. Ich würfel nochmal. You want more? As you wish, dear. Der bringt mich jetzt wahrscheinlich um. Oh, bravo! Ja, na denn. Kleine SM-Party hier.
Ja, ja, ist ja gut. Warte, kann ich dir Resistenz geben? Hm. Fürs nächste Mal? What the fuck, ey. Just wonderful. Soll ich übernehmen? Ja, komm. Wonderful. You want more? I'll give it to you. It was a fine strike. Excellent. Alter, du machst mir eigentlich ein bisschen immer meist Angst gerade. Und das ist dein bester Freund, dein Lover. Ja, warum gefällt ihm? Okay. Sweet child. You bore the pain like. Warum gehst du denn? I am proud to have served you this penance. Mehr eine Freude. Ihr hättet viel härter zuschlagen sollen. You're starting to sound like the goddess herself, dear one. Lovita herself found your performance. Kann ich das auch nochmal machen? Ja, ich hoffe doch. Aber ich glaube, also ich. Ich hab nur 17 Leben. Guck mal, erhalte ich jetzt wieder, oder? Nee, er hat mir irgendwelche Krümel über den Kopf geworfen. Irgendwas beschnitten, beschmissen. Schnitten? Er hat dich beschnitten. Alter, ich glaube, der hatte gerade einen Orgasmus dabei. Das kann nur sein, Mensch, ja, du bist halt, ne? Nö, hatte ich nicht geheilt. Ist mir absolut scheißegal gewesen. März ist der Weg zur Klarheit. Wenn du höchstens 30% deiner Treffpunkte hast, erhältst du 3 Züge lang einen Bonus von 2 auf Angriffswürfe und Weisheitsrettungswürfe. Ich kann nicht mal mit ihm reden, toll. Aber du hast jetzt auch mit der Eulen geredet, ne? Mit Schattenherz. Nein, ich habe mit ihm geredet. Nee, aber ich meine, also mit Schattenherz. Ach so. Das ist, da muss ich ausruhen und nachdenken. Wie lustig, ey. Ah, ich glaube, es geht um den Gefangenen. Achso, das ist cool, dann. Reden wir mal mit Liam. Würde ich sagen. Give you peace, you know. But no, you gotta keep silent, don't you? Where do they flee? Ah, here to see your friend. Eigentlich hättest du da jetzt hingehen müssen. Come and join him if you like. Dich hören die irgendwie mehr. Ich wollte auch hingehen. Achso, Entschuldigung. Aber irgendwie bist du trotz deiner Stummelbeine immer schneller als ich. Ich kann auch einfach weggehen. Hm, ist egal. Ich geh weg. Du hättest ja auch sagen können, geht was trinken. Ja, mach mal. Poor lad. Please. Oh, a drow. I didn't see you there. Please, if you want to have a try. Ich dachte, ich kann sagen, geht mal. Ich hätte das sagen können, interessanterweise. Echt? Ja, ich hätte nicht sagen können, geht was trinken. Ach so, stimmt. We'll leave you to it. Come, Grush. Let's go. I don't think I got this. Ach so, wir gehen auch so. I wanna watch that weird priest. Sounded like he was beating something. Whatever it is. Sind die weg, Mann? Ja. Please. Let me out. Aha. No reason for this. Wollen wir ihn erstmal fragen wegen dem Nachtlied? Ah. Ja gut, wir wissen ja, wo es ist. Ja, vielleicht weiß er aber ganz genau, wo es ist. Aber frag ihn. Okay, toll. Please, please. Die Shackles. I don't want. Thank you. Thank you so much. Ach Gott. Wie gut. Achso, du. Du könntest weggehen. Ja, aber ich habe Geschicklichkeit, weiß ich nicht. Ich habe gespeichert vorher, ne? Ich glaube ja.
Das ist ein 12er-Wurf, kann man schaffen. Oder auch nicht. Oder man... Ich kann nochmal. Ah, guck. Meisterlich öffne ich das Schloss. Ja, und jetzt läuft er hier rum, oder was? Mir egal. Das waren dann die Goblins. Verliebt ihr euch jetzt? Ja. Thank you. I better go. Before they catch. Na gut, es fällt auch nicht auf, dass da keiner mehr hängt. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Ah. Hinten läuft so eine Wache rum. Nope. Das ist ein Problem für einen anderen Tag. They'll kill everyone. Please. I need to warn them. Dann geh doch. I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroican would reward us if we found it. Oh, den Namen Loroakan haben wir schon mal gelesen, glaube ich. Das kann sein. Ich gehe weg. Ja, dann, auch. Ach, die sind da drüben. Die sind bei Abdirak. Hä? Wer? Was? Die beiden, die gegangen sind. Die beiden, die gegangen sind. Die Goblins, die hier standen. Ah, ajo. Ja. Ja. Wir kriegen die halt nicht tot. Oh. Den anderen können wir nicht provozieren. Nee. Ich kann halt nicht sagen, ey. Hey. Kommt mal mit. Ich möchte da mal einen echten Hasen zeigen. Was war hier? Hier kommen wir zu der Alten, oder? Nee. Ach, hier war, nee, war der Druide. Ja, oder wir müssen den halt holen. Ja, oder erstmal mit dem reden oder so? Ich weiß das nicht. War der da unten drin? Ja, ich gehe gerade zu ihm. Ja. Ich schalte mich dann dazu. Per Videotelefonie oder was? Ja, ja, Holocom. Sehr gut. Wie viel fehlt denn dir noch zum Aufstieg? 24. The ringleaders have to okay, ich rede gerade mit ihm. Natural order of things is in danger. Thanks to them. Traveling to Moonrise is no small task. Expect dangers like you've never seen before. Und selber sieht auf uns drin, mich in Gefahr zu bringen. This is different. There's more fingers on a hand than there are survivors of that place. To get to the towers, schade. You'll need to pass through a was? Terrible place. A cursed place. Na, konntest du ihm jetzt sagen? Nee. You will not find life, life. Ich weiß jetzt auch nicht, weil wir haben ja jetzt, anstatt ihn zu verhören. Any who linger are twisted by the curse. They become haben wir, also, was passiert, wenn wir jetzt mit der Eule nochmal reden? Weil theoretisch haben wir den ja jetzt einfach befreit. Ich habe keine Wahl, die Kräfte der Absoluten können die Gegner. Tja, gute Frage. Was er vorschlägt, oder? Ja, die will in den Hain. You're half right. You have to get to. You could go overland. Along the risen road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in this very temple of Saluna. It leads to Moonrise Towers, through the Underdark. Long ago, a man called Ketherick Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying up. Aridan and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold,
Ketherick's forces could access both the Temple of Saluna and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers, and may bypass the worst of the Shadow Curse. Okay. Already? If only I'd gone with you instead of Aridin. The decision is yours. But I favor the Underdark. Ich sag Unterreich, oder? Like that is ich weiß, ja. Evil compared to the anything is preferable to risking the Shadow Curse. Gott, du Scheiße, ey. You'll need to pick up where Aridin left off. Find the hidden entrance. It's somewhere in these ruins, from what I've heard. My business there began long ago, and has led to a lifetime of regret. Achso, ist schon vorbei, ne? I helped overthrow Kethric. Weil gerade hatte der ja noch was zu sagen. Years ago. But I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet. If I could join you and get close to Moonrise, perhaps I could have both helped you find a cure for your infection and lifted the curse. But the Grove must come first, I'm afraid. Ach, der hat noch mehr zu sagen, dann komme ich gleich wieder. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Seramorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aridin and his band. We didn't even get close. You will. Oakfather, bless you. I'll be in your debt twice over if we succeed. You know what's needed. The deaths of Drawl Raglan, the Drow Minthara, and the Priestess Gut. May nature guide you. I could come and help you, but be warned. I won't be able to suppress my animal side. Subtlety will not be an option. May Sylvana... Ja. Ich hab Level up. Delaying for? Can't we just swarm the forest? Drow wants to know exactly where those adventurers came from. What are they doing? Hiding in trees? We'll smoke them out, no problem. Und was hat er noch Geiles gesagt? Nix. Also im Grunde hat er gesagt, dass die sterben. Also ich habe ihm noch gesagt, dass wir den Hain, dass wir ihm halt helfen, den Hain zu beschützen. Er hat sich gefreut. Super. Und das war's. Ja, jetzt habe ich ein Level up. Ja gut, habe ich auch. Dann machen wir das mal eben. Also hatte ich vorher schon, ich habe nur gewartet. Das ist aber lieb. Oh, ich kann jetzt zwei neue Tiergestalten annehmen. Ein Tiefenrote und eine Schreckensrabe. Ach du Scheiße. Hm? Boah, wie viele Talente hat die denn? Verstehe. Achso, ja, ja, das hatte ich vorhin auch. Also jetzt Schattenherz, ne? Ja, ja. Also ich hatte das mit dem anderen Typen. Erhöhe ein Attribut um 2 oder 2 Attribute um 1. Deine Stärke oder Geschicklichkeit ist um 1 erhöht. Uff.
Ja, aber so kann man nochmal die Werte verbessern, ist auch nicht schlecht. Kann ich den jetzt verwandeln? Nicht mit ihm, ey. Ah, toll, hätte ich mal gewartet. Warum? Später kommt Maginovize, kannst du hier dann machen, bei den Talenten. Okay. Dann lernst du als Bade nochmal zwei, also lernst du immer zwei Zaubertricks. Ich kann auch Verwandlung lernen. Wie? Dann kann ich mich verwandeln. Toll. Also dann kann ich mich halt in andere Figuren verwandeln. Nicht in Tiere. Ach so. Dann kann ich aber auch in diese kleinen Felsdinger rein. Dunkelsicht. Verwandlungsdauer ist ein Grad, das verleiht einer Kreatur das Attribut Dunkelsicht mit einer Reichweite von 12 Metern. Aha. Du bist in drei Fertigkeiten deiner Wahl geübt. Kreaturen. Was heißt das? Geübt, also zum Beispiel, wenn du nicht mit schweren Waffen geübt bist, dann kannst du die halt nicht effektiv oder gar nicht nutzen. Okay, stimmt. Kreaturen können weder in die Wolke hinein noch aus. Oh, warte, das ist gut. Dunkelheit. Erzeuge eine Wolke magischer Finsternis, die Kreaturen darin komplett verschleiert und blendet. Kreaturen können weder in die Wolke hinein noch aus ihr heraus Fernkampfangriffe durchführen. Achso, ich dachte, die können ja nicht mehr rauslaufen. Gut, dann ist das ja Quatsch. Dolchwolke. Boah, ich weiß nicht. Ja, ich hätte ja am liebsten irgendwas, dass man mehr Sachen einsetzen kann, aber das scheint es nicht zu geben. Also ich schwanke zwischen Maginovize, Druide und Attributsverbesserung. Ja. Hm. Und Wachsam ist auch nicht schlecht. Oder mache ich schlafen, dass ich Kreaturen in Schlaf versetzen kann? Dann kann man im Kampf zumindest so eine, wo einen Gegner bestimmt rausnehmen. Und nicht schlecht. Oder, sengender Strahl, 6 bis 36 Schaden. Das. Ich nehme das. So gut. Ich kann mir jetzt auch aber ein Talent auswählen. Das Ding ist. Mehr Zauber bringt dir ja gar nichts. Weil die kannst du sowieso nicht alle einsetzen. Ja, das stimmt schon. Du bist bei Rettungswürfen zwar, du kannst auch eine Reaktion verwenden, um Schockgriff auf eine Kreatur zu wirken, die sich außer Nahkampfreichweite befindet. Hm. Oder verbessere ich Werte? Also Konstitution beeinflusst das Trefferpunkt, also das ist so, genau. Gibt es irgendwas, was... Nee, ne? Dass du halt mehr angreifen kannst. Ich habe jetzt nichts gesehen. Also ich habe die alle mal mehr oder weniger überflogen. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was dafür sorgt. Aber ich kann auch jetzt Magie, Novize, Bade, Kleriker, Druide, Zauber, bla bla. Ja, kannst du halt aus dem gesamten Pool im Grunde was nehmen. Erlernt zwei Zaubertricks und einen Zauber des ersten Grades aus der Zauberliste. Kannst den Zauber des ersten Grades einmal pro lange Rast wirken. Ja, aber jetzt könntest du ja theoretisch auch sagen, okay, du nimmst jetzt Sachen von den vom Hexenmeister mit dazu. Oder vom Magier oder so. Ja. Aber was haben die für Unterschiede, ist die Frage. Wie meinst du? Du kannst ja angucken, wenn du da draufklickst, dann kannst du die Zauber dir angucken. Schauriger Strahl. Das meiste ist sogar das, was ich auch habe. Erhalte 5 temporäre Trefferpunkte und bewirkt bei jeder Kreatur. Okay. Oder kriegen die Schaden, wenn die mich im Nahkampf angreifen? Hm.
Toll, die haben eigentlich genau das gleiche wie ich auch. Nee, Magier, das ist doch genau der gleiche Rotz, den ich auch hab. Ich könnte heilen lernen. Wow. Ich kann Wasser rufen oder wasserbasierte Oberflächen zerstören. Cool. Oder mache ich Kleriker und lerne noch heilen. Alles nicht schlecht, ne? Ich auch Bade, irgendwas Badisches lernen. Ich kann auch mit Tieren reden lernen. Ja. Irgendwie kann jede Klasse außer der Zauberer heilen. Belastend. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme die Attributsverbesserung. Ja, hört sich halt schon ganz geil an, ne? Aber was das bringt, weiß ich halt nicht. Was denn? Attributsverbesserung? Ja? Attributsverbesserung oder was? Ja. Ja, du kannst bei deinen, also bei Weisheit, Charisma etc. Ja, ja, aber was mir das letztlich bringt, weiß ich halt nicht. Naja, weiß, also. Also wenn ich auf Intelligenz jetzt noch 2 drauf mache. Ja. Kriege ich natürlich einen besseren Bonus. Weiß ich denke mal, dass du dann auch mehr Damage machst. Weiß ich nicht. Weil wenn du auf Stärke gehst, dann steht Quellen deiner Attributspunkte. Ah nee, das ist was anderes, ne? Ja. Da drüber steht der Effekt. Verbessert also Zauberwirken bei Magiern, ja. Ich denke, dass du da mehr Damage machst. Ja, mehr Zauber. Ich könnte halt heilen lernen, aber ich glaube, das bringt mir auch nicht viel. Weil, wie gesagt, mehr Zauber bringt mir halt nur bedingt was, weil ich kann sie ja sowieso nicht einsetzen. Mhm. Also ich kann einen die Runde einsetzen und ich habe 12.000. Ja. Gut, ich könnte einen auf Konstitution zum Beispiel machen, dann hätte ich 26 Leben. Ja. Aber aufgeschissen. Ich mach mehr Damage. So. Ich mache jetzt auch 2 auf Weisheit. Gut, du hast halt wirklich wenig Leben, ne? Ja, gut. Ein Zauberer, ne? Ich habe trotzdem viele Zauber jetzt. Also ich habe mein stärkster Zauber ist jetzt 6 bis 36 Schaden. Wenn der trifft. 6 bis 36. Meiner ist 2 bis 20. Ne, 3 bis 22. Das ist mein stärkster. Ja, also jetzt wäre halt die Frage, wir könnten ihn jetzt mitnehmen. Ja, aber das bringt ja nichts. Jeden Goblin dieser Welt einfach vernichten. Ja, ich weiß nicht, ob was wir das so gefühlt sowieso machen müssen. Ja, aber ich glaube, wenn wir den mitnehmen, dann greifen uns alle instant an. Ja, ja, aber so haben wir ja wenigstens ihn. Ja, aber was bringt uns der eine, wenn uns 20 Goblins angreifen? Ja, gerade hat es sehr viel geholfen. Also ich fand wir eigentlich gerade in dem Kampf war, ging es ja eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, das war also. Das waren, glaube ich, auch sehr schwache Gegner. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Großteil von den Gegnern da draußen stark ist. Ich glaube, stärker als die wir hatten. Befürchte ich. Gut, aber was haben wir jetzt für eine Option sonst? Oh, warte mal. Die meisten Quests von uns richten sich ja danach, was hier so... Ja, ist schon klar. Das ist halt schwierig, ne? Ja. Oh, warte mal, ich kann hier ein Schild geben. Also wir sollten zumindest mal rasten. Weil ich habe auch keine Punkte mehr. Heldenmut, was macht das? Achso. Oh. Okay, das ist stark. Bist du noch unten? Ja.
Okay. Dann lass einmal kurz eine lange Rast machen. Ja. Okay, was hast du für Probleme? Rücken. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Oh scheiße, die ersten Symptome. Bist du der Imperator? Ja. Ich zwinker das Unwohlsein einfach weg. Klar, wer kennt's nicht. How long have you been waiting here? A moment, a night, a 10 day? Ja, was ein 10 Tag? Ach, die gibt's ja auch noch. Chukil Gate Vlaketh Mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others. Then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Ich könnte ja sagen, ist nur Fieber. Ey, und dann könntest du dich jetzt einfach umbringen lassen mit der letzten Option? Weiß ich nicht. Möglich. Und Spiel vorbei. Ja, ich weiß es nicht. Aber bestimmt. Ich auch nicht. Ich kann auch ihre Gedanken erkunden. Ich habe auch noch, kann sie auch angreifen. Hast du uns überzeugst oder einfach? Wir sind nur erschöpft, die Schwertweg. Ja, überzeugen oder halt Heilkunde. Ja, eins davon würde ich, glaube ich, nehmen. Ich nehme Heilkunde, dann habe ich nämlich 2 Würfel. Einer wird ja wohl funktionieren. Ja, guck. Alter, der eine war einfach ein kritischer Misserfolg. Ich sehe es leider gar nicht. Also, ich habe eine 19. War sehr gut. I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. Richtig. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Was ist mit ihr eigentlich los? Ja, die hat's auch nicht mehr alle. Was geht's bei mir los, oder? Ich mach den privaten Dialog aus. Ich habe aber auch was. Achso. Bei mir ist ein komischer Typ. Dieser Wächter, den ich am Anfang ausgewählt habe. Oh. Bei mir auch. You are transforming. Oh, Entschuldigung. Ein großer, starker Elf. Bei mir nicht. Kleiner, schwacher Gnom. Gnomin? Schwach will ich nicht sagen. Gnomin. Yes, you have. I saved you before. Ah! I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. Okay, warum träume ich von einem normalen Elfen? Das ist ja verrückt. Alter, ist der groß. Mehr als ein Kopf größer als ich. Oh, krass. Also doppelt so groß wie ich. Ja, noch größer. Ich bin auch schon doppelt so groß. Nee, Alter, der ist 2 Köpfe größer. Keep it from consuming you. But for the sake of both of us, we must learn to wield it.
fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Alter, das ist ja wirklich riesig. Siehst du den auch? Ja, ich bin jetzt in deinem Traum. Also ich hab die, du kannst ja mehrere Formen nehmen. Ich habe jetzt die letzte genommen und da sind die halt voll groß. Bisschen. Hast du sie jetzt übersprungen? Nein, ist vorbei. Warum war deine eigentlich schneller als meine? Bei mir war das voll Action geladen, da wurden am Ende alle angegriffen. Na, bei mir kam nur einer, ein bisschen rumgeflogen und das war's. Hallo Hund! Geil. Ich, Machen die auch ein Level up? Ja, ne? Das weiß ich nicht. Ich flirte nochmal mit Astarion. Na, aber sicher doch, da höre ich doch gerne zu. Also, wenn ich kann. There was a visitor promising me protection, and also... Excellent. Now we can see what these tadpoles can do for us. Okay. Exactly. Waste not. Now, was there anything else? Ne, okay. Ich kann nichts mit ihm machen. Es tut mir leid. Weil ich würde sonst nämlich Schattenherz mal hier lassen und Gale oder so mitnehmen. Ja, mach das doch. Did you have any strange dreams of late? Vivid ones. Damn. I was hoping my imagination had gotten the best. This dream companion wanted me to use the tadpole. You. It seems like we can't escape this mess. In the waking world or the wound on my hand. Ja, Wunde in der Hand, wissen wir doch. It quite heals. And sometimes it could. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to. I'll try my best. Secrecy is ingrained in me. Volo, Lady Shah considers it greater protection than any shield. Okay. Ja, was mit ihm? Er wollte mich untersuchen. Ach so. Hast du gesagt, ja? Pain is ja. Sacred. Guck dir mein großes Ding an. Pain will give way to love. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Oh Gott. Hast du Gale irgendwie, wollte der auch irgendwas haben von dir? Ich hab dir was gegeben, glaube ich, und ich hab was. Wieso, was meinst du? Gale will einen Gegenstand absorbieren. Ja, ich hab dir einen Gegenstand gegeben, den kann er irgendwie absorbieren und dann zerstören. Ich weiß nicht, was das macht. Ich hab auch noch einen. Was speicherst du die ganze Zeit? Weil ich hier noch einen Wurf machen muss. Ah, hab ich geschafft. Ich muss Schattenherz überzeugen, mir zu vertrauen. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. Wird bei dir so ein Gespräch. Oh, öffnet sie sich ja endlich? Vermutlich. I assume you've heard of her. Ja, die meisten fürchten sich auch vor Drow. Vor Gnomen nicht, aber vor Drow. Hä, gerade vor mir. Ja. Was hast du unter deiner Rüstung? Ach nee, das wollte ich gar nicht wissen. Entschuldigung. Nix. Und, nee, die hat ja noch was drunter. Loves me. Don't believe the lies the Saloonites tell. Okay. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Aha. Is that the sort of thing you meant? Ja. Hast du eine Nachtorchidee? Nein. Hm. Aber wenn wir sie loswerden wollen, können wir sie auch ins Wasser schmeißen. Ja, bestimmt.
wechselt zwischen den Existenzebenen, aber schwimmen könnt ihr nicht? It's a deal. Alles klar. No. Okay, dann nicht. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, oh. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me, when I succeed. Okay. If you're sure. Fine. Belohnung. Volo hat sich dazu entschlossen, in unserem Lager zu bleiben. Es könnte sich als Lüge erweisen. Bla bla bla. Jacke des Wohlwollens. Cool. Cool. Ich bin aber ungeübt mit leichter Rüstung. Echt? Naja. Ich kann nur Gewänder tragen. Das hätte ich vielleicht machen sollen, dass ich leichte Rüstung oder so tragen kann. Ist auch eigenartig. Wobei ich kann auch, also schwere Rüstung geht nicht. Ich glaube, ich kann allgemein als Zauberer keine Rüstung tragen. Was gab's dafür, dass du ihm das gegeben hast? Gale? Ja. Gar nichts. Wow. Tribute, as long as I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. With Level 1 Mongo, ey. Den lassen wir auch so. Bestrafung. Aber was ist er denn eigentlich? Er ist ein Magier. Aha. Ja, wenn wir eins mehr gebraucht haben, dann Magier. Der kann Vertraute finden. Beschwöre einen Vertrauten, einen Feengeist, der eine Tiergestalt einer Wahl annimmt. Cool. Schutz vor Gut und Böse. Mhm. Ja, krass. Alter, guck mich an. Ich kann gar nicht. Ich muss gerade Gale leveln. Wieso, was hast du gemacht? Hast du dich verzaubert? Ja. In ein neues Tier? Ja. Und der kann halt auch nur die gleiche Rotze, die ich auch kann, ne? Wüsste es einfach. Hat aber mehr Leben als ich. So lächerlich. Ne, hat einer gar nicht. 20 hat er. 20 Leben hat er. Ja, aber mit Level 4 bekommt er mehr. Ah doch, leicht gerüstet. Ich kann mit leichter Rüste dann umgehen. Also das kann man machen. Ja. Kannst du überlegen. Ja, wenn man das nochmal machen kann. So, du kannst hier bleiben. Ich wollte dich eigentlich nur hochleveln. Ach nee, scheiße. Ach nee, bleib einfach hier. Hast du mit der anderen nochmal geredet? Mit wem? Mit Schweinenase. Nee. Du hast sie nicht mitgenommen, ne? Wen, Schattenherz? Nee, den Gale. Ich hatte den nur kurz, um den zu leveln. Nee. Kann auch hier bleiben. Ach, mit der. Na, mit der kann ich flirten. Aber habe ich gelassen. Ich flirte lieber mit Schattenherz. Ach, du willst Gay gar nicht? Nee. Hä? Nee, mit dem will ich nichts machen. Ich glaube, der ist eher was. Danke. Danke. Nee, ich hab Aristoteles. Oh. Ach so, das war richtig. Ja, müssen wir uns jetzt trotzdem überlegen, was wir jetzt tun. Ja. Ja, ich weiß es noch auch. Ob wir jetzt halt hier komplett Randale machen oder. Also ich glaube, hier komplett Randale wird nichts, ne? Warum? Ja, wie wollen wir denn hier alle töten? Ja, mit dem Grünen. Ja, dann hol den halt. Ja, nein, ich. Ich weiß nicht. Das ist ja was wir gemeinsam machen müssen. Also das kann ich jetzt nicht einfach entscheiden. Ja, doch, du bist ja da. Warum hat die eigentlich alle 31 Leben hier vor?
Deshalb reden wir ja. Du sagst lieber nicht und dann müssen wir uns halt überlegen, was wir sonst machen. Ich weiß es nicht, ob das so sinnvoll ist. Weil, also gegen die Olle kommen wir halt nicht an. Gegen die anderen haben wir halt noch nicht probiert. Kann man den verwandeln, dass der... Was meinst du? Dass man nicht weiß, dass er das ist. Quiet. Oder meinte er nur, dass er dann nicht weiß, wen er angreift und er könnte auch uns angreifen im Kampf? Nein, er meinte, er kann es halt nicht kontrollieren und dass er dann halt einfach, dass sie ihn alle angreifen dann. Ja, dann müssten wir halt alle töten, die hier sind, ne? Ja. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt eher, dass wir relativ wenig Optionen gerade haben. Ja, wir müssen ja alle. Weil so richtig questmäßig haben wir ja auch jetzt nichts. Ja, komm, ich geh nochmal runter, ich hol den jetzt dann. Sicher? Ich speichere vorher nochmal. Ich find's halt auch geil, wenn man einfach mal einen normalen Speicher machen könnte. Wie einen normalen Speicher? Ja, einfach normal speichern. Hä, wie? Einen richtigen Safe. Nicht einen Schnellspeicher oder einen Autospeicher, sondern halt. Kann man. Ach so. Okay. Du kannst aufs Spiel speichern einfach gehen. Ja, du, ich nicht. Ach so, ja. Ja, gut. Aber man kann normal speichern. Okay. Wo muss ich denn jetzt dafür hin eigentlich? Ach, der steht noch da unten, okay. Steht da unten rum.